Hallo, mein Name ist Andreas Metzger und ich komme aus München. Und hier ist meine Global Age Show Story. Jetzt, wo ich hier bin, in Uganda, ist es unglaublich, das zu sehen, was hier wirklich passiert. Erstmal hatte ich erwartet eigentlich irgendwie so eine Art Wüste oder irgendwie karges Land, aber erstmal war es alles recht grün, erstmal super einladend und wunderschön einfach ausgeschaut hat. Am nächsten Tag losgefahren Richtung Kitgum. Auf der Hälfte der Strecke hat sich dann das Bild irgendwie gewandelt, fand ich. Also die Straßen wurden entsprechend schlechter, wir sind Straßen gefahren mit riesen Schlaglöchern. Immer mehr Menschen, die auf den Straßen gelaufen sind. Mehr und mehr auch die Leute, die die Wasserkanister, große 20 Liter, von einer Stelle zur anderen, um einfach ihr Wasser zu bekommen. Also ich habe die Bilder gesehen von Global H2O vorher. Aber es ist Wahnsinn, wie dieses Bild sofort eigentlich zurückgekommen ist. Und jetzt ist der zweite Tag, wo wir hier sind. Und wir haben schon die ersten Baustellen angeschaut, die schon fertiggestellt wurden. Also es ist faszinierend, mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, die voll auszuschöpfen. Die Technik, was die Jungs machen mit den Bohrlöchern, anzubohren, tief zu bohren, zu gucken, wo kommt das Wasser, was für ein Wasserdruck hat das Ganze, wie viel fördert diese Pumpe jetzt dann, was für eine Fördermenge kommt da raus, wie ist die Qualität vom Wasser. Ich habe heute gesehen, wie zementiert wurde mit eben den Basic Ingredients hier raus, um das eben herzustellen, um das Fundament zu gießen eben entsprechend. Also alles wird festgehalten und genau dokumentiert und es ist wirklich eigentlich hochprofessionell. I'm Andreas. Yeah. Andreas, and you? Yes. Jeff? Ja, es ist unglaublich, wie herzlich man hier aufgefangen wird, wie die Leute einem entgegenkommen. Das Gefühl einfach zu sehen, dass man hier wirklich was bewegen kann. Also was man vorher vielleicht nur darüber geredet hat, aber jetzt wirklich das mal tun kann und es mal sehen zu können. Sicherheit ist kein Problem. Ich meine, man sieht es, ich laufe hier mit barefoot, ohne Angst oder ohne irgendwelche Befürchtungen hier. Ich kann es jedem nur empfehlen, es ist überhaupt kein Problem, hierher zu kommen und Afrika zu erleben, also Uganda zu erleben jetzt in dem speziellen Fall. Das ist Wahnsinn.